Squid Game ist anstrengend. Es ist so anstrengend. Und die Puppe ist auch schon abgenutzt. Damit haben die Spieler nicht gerechnet. Joey will wissen, was passiert ist. Also versucht er, sie aufzuwecken. Aber sie schläft so süß, dass er die Meinung ändert. Lassen wir sie ausruhen. Joey kann für sie einspringen, während sie schläft. Obwohl ihr Job leicht zu sein scheint, ist es eigentlich gar nicht so. Den Spielern zuzuschauen ist wirklich anstrengend, aber Joey wird nicht aufgeben. Nicht alle Aufgaben sind für die Spieler. Manchmal geben die Spieler den Wächtern Aufgaben. Also werden Joey und die anderen Spieler dem Wachmann einen Streich spielen. Indem sie Zettel an seine Maske kleben. Das wird ihn schwach aussehen lassen vor den Augen der Kollegen. Aber die Spieler haben nicht damit gerechnet, dass er so schnell kapieren würde. Er ist wütend. Sie müssen sich verstecken. Als er in den Raum kam, konnte niemanden finden. Auf wen soll er wütend sein? Weißt du, wo die Spieler sich verstecken? Kommentiere die Antwort unten und hilf dem Wächter, die Kontrolle zurückzugewinnen. Er wartet auf deine Hilfe. Kannst du sie finden? Hauptziehen ist ein klassisches Spiel und es sieht beeindruckend aus, aber die Puppe hat es schon so oft gesehen, dass es sie langweilt. Es ist jedes Mal das Gleiche. Das Spiel braucht was Neues. Also macht die Puppe mit, indem sie dem Team hilft. Sie weiß, dass die Verlierer in Plüschtiere verwandelt werden. Sie liebt es. Die Hauptwaffe der Puppe sind ihre Augen. Also bringt Monika sie jedes Jahr zum Optiker, um sicherzustellen, dass sie ihren Job weiterhin machen kann. Die Puppe hasst es, dorthin zu gehen und wird sehr nervös. Irgendwas geht immer schief. Dieses Mal ist sie so gestresst, dass sie den Pointer des Arztes verbrennt. Er verschreibt ihr eine richtig dicke Brille, weil er dachte, der Laser sei das Problem. Aber das war ein Fehler. Die dicken Gläser helfen nicht. Sie machen es noch schlimmer. Gut, dass Monika ihre Tochter kennt. Sie tauscht die Brille gegen eine Sonnenbrille aus. Damit ihre Tochter sich nicht langweilt, hat Monika sich ein ungewöhnliches Spiel ausgedacht. Sie hat das Schachspiel angepasst, damit es mehr wie Squid Game aussieht. Und dann fand sie einen guten Gegner. Das macht Spaß für die gelangweilte Puppe und wird ihr helfen, das Gehirn zu trainieren. Wenn sie die Mutter sein will, muss sie gut in Logik und Strategie sein, um 5 Züge im Voraus zu denken. Aber Monika sollte an ihrer Geduld arbeiten. Sie ist wirklich eine schlechte Verliererin. Die Puppe ist normalerweise gut in ihrem Job, aber irgendwas läuft schief. Ihre Sensoren spielen verrückt. Sie kann nicht erkennen, welche Spieler sich bewegen. Wenn sie sie nicht fangen kann, bekommt sie großen Ärger. Kannst du ihr helfen, die Spieler zu erkennen, die sich bewegt haben? Kommentier die Nummern unten. Na, hast du sie gefunden? Manchmal gibt der Chef den Spielern zusätzliche Aufgaben, wie die Joey gerade bekommen hat. Nun, er muss zum Laden gehen, um Essen für alle zu besorgen. Alles, was er kaufen muss, sind Eier und Wasser. Aber er weiß nicht, wie viele. Also ging es schief. Eine falsche Bewegung konnte das ganze Essen ruinieren. Eier sind so zerbrechlich. Zum Glück hat Joey schnelle Reflexe. Und er hat die Eier gerettet. Naja, fast. Eins ist zerbrochen, das ist traurig. Manchmal sind die Aufgaben wirklich schwer. Das Ausschneiden der Form mit einer stumpfen Nadel ist schwer. Joey ist deprimiert, dass er der Einzige ist, der die Nadel nicht scharf hat. Also bittet er die Puppe um Hilfe. Seitdem sie hier ist, sind die beiden so Freunde geworden. Also hilft sie ihm gerne. Aber die Laseraugen sind zu stark, um die Nadel zu schärfen. Sie hat sie geschmolzen. Joeys Aufgabe ist jetzt noch schwieriger. Vielen Dank. Joey ist in großen Schwierigkeiten, weil er bei der Aufgabe versagt hat. Er muss den Boden der Wachen putzen. Wie schlimm. Es hätte schneller gehen können, wenn die Wachen respektieren würden, was er tut. Aber sie laufen weiter auf dem sauberen Boden. Das wird ewig dauern. Joey braucht was, was die Wachen auffällt. Wie das Outfit der Puppe.
Wenn die Wachen das Kleid sehen, werden sie es sich zweimal überlegen, den Boden schmutzig zu machen. Sie hatten Angst vorm Laser. Joys Plan funktioniert. Die Wachen sind jetzt vorsichtig. Die Chefin hat so viel zu tun. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Lass sie nicht ablenken. Naja, sie spielt nur ein Spielchen. Aber wir sollten sie nicht stören. Wenn sie gerade Pause hat, hat sie ihr Spiel verloren und jetzt ist sie sauer, dass sie Joey wegschickt. Um ehrlich zu sein, hat sie es gar nicht bemerkt. Armer Joey. Die Puppe hat nicht viele Freunde. Deshalb ist sie froh, Joey in ihrem Leben zu haben. Oh ja, Spiele. Die anderen Teilnehmer mögen das nicht. Am Anfang waren sie froh, mit ihr zu spielen, aber nicht für lang. Denn als sie zum ersten Mal am Spiel teilnimmt, ist es klar, dass sie eine schlechte Verliererin ist. Sie bekommt immer, was sie will. Jetzt will niemand mit ihr spielen. Denkst du, Weinen ist schwach? Da liegst du falsch. Und dieser Wachmann auch. Er dachte, die ganzen Bonbonpapiere sind wegen der Puppe. Ihre Mutter ist der Boss, also bekommt sie mit allen davon. Aber die Spur der Verpackung führte den Wachmann zur Chefin. Es stellt sich heraus, dass sie verärgert ist wegen der Lieblingsserie. Unerwiderte Liebe ist herzzerreißend. Der Wachmann weint auch. Wie konnte Don Carlo das Sophia nur antun? Die Serie ist so grausam. Außerdem hat der Wachmann Monikas ganzes Eis gegessen. Du solltest vorsichtig sein. Sie ist der Chef. Auch wenn Monika streng ist, sie mag es, Menschen zu verwöhnen. Auf ihre eigene Art und Weise. Einmal hat sie den Wächtern Geschenke mitgebracht. Wir waren so beeindruckt von ihrer Großzügigkeit, aber keine Gehaltserhöhung. Tja, die hatten leider nicht so viel Glück. Sie wurden zu Spielern degradiert. Freundschaft beendet. Die Puppe liebt es, mit ihren Freunden rumzuhängen, aber ihre einzigen Freunde sind Spielzeuge. Monika will das nicht sehen, also organisiert sie eine echte Teeparty. Die Spieler sind darüber nicht glücklich. Aber haben sie eine Wahl? Bevor sie sie erschrecken, sollten sie der Puppe eine Chance geben. Joey hat vielleicht sogar gelernt, dass sie kein Monster ist. Sie ist süß. Und eine tolle Köchin. Du solltest ihr vertrauen, Joey. Und die Puppe muss heimtückisch werden. Sie wird Spieler benutzen, um an Geld zu kommen. Sie kennt einen Ort, wo es viel Geld gibt. Den Preis. Die Spieler denken, das ist ein weiteres Spiel, also stimmen sie zu. Aber das ist es nicht. Sie müssen die Chefin überzeugen, dass sie sie nicht ausrauben wollen. Nach diesem kleinen Stunt wird die Sicherheit mit Sicherheit erhöht. Allein zu spielen ist langweilig. Das weiß die Puppe sehr gut. Und sie versucht immer mit den Wachen zu spielen. Die Spieler wollen es nicht, weil sie schummelt. Aber die Wachen spielen mit. Sie ist die Tochter des Chefs. Auch wenn sie eine schlechte Verliererin ist. Lasst sie einfach gewinnen. Etwas, das diese Familie absolut liebt, ist das Spielen von Dodgy. Aber seit Molly adoptiert wurde, sind die Dinge anders geworden. Sie findet Dodgy total veraltet. Und sie will ihren Eltern zeigen, wie man es heutzutage macht. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind Joey und Monika süchtig nach Spielen.
Was spielen Sie da? Nun, es ist immer noch Dachi, nur in der Videospielversion. Molly ist nicht verwöhnt, aber sie liebt Essen. Wann immer ihr Magen knurrt, setzt sie sich an den Tisch und wartet auf ihre Cornflakes. Sie könnte den ganzen Tag lang essen. Und Joy auch. Er ist schon seit Jahren nichts anderes als die Honeycomb-Bonbons. Also will er unbedingt was Neues. Aber die Cornflakes sind nur für Molly. Joey muss wieder die Bonbons essen. Er liebt Monica sehr. Er würde sogar noch mehr Süßigkeiten essen, nur um sie nicht zu verärgern. Monica ist eine wirklich schlechte Köchin. Egal wie sehr Joey versucht zu helfen, sie macht immer nur das Gleiche. Alles, was sie macht, ist Zucker. Er versucht, dem Gericht was hinzuzufügen, aber auf magische Weise wird es immer das Gleiche. Sogar mit anderen Zutaten bekommt er die Honeycomb-Candies zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Das ist sehr schlecht. Molly muss sich noch an ihr neues Haus gewöhnen. Es ist ein interessanter Ort. Um ehrlich zu sein, sie gewöhnt sich schnell dran. Vielleicht, weil sie ein Roboter ist. Aber ihre Eltern lieben sie noch. Joey hat ein Geschenk. Ein neues Kleid. Jetzt hat sie mehr als ein Outfit. Molly wurde kreativ und hat ihr eigenes Flair ins Kleid gesteckt und in Papas Kleidung. Jetzt hat Joey ein schickes Oberteil. Wäre Molly eine Modedesignerin? Kommentier unten. Joey liebt Monica wirklich. Und er ist so glücklich, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt. Er gibt ihr eine Fußmassage. Normalerweise ist sie begeistert. Aber heute nicht. Joey hat sie mit jemand anderem verwechselt. Ein verständlicher Fehler. Die Wachen haben alle die gleichen Uniformen und Masken. Es ist leicht, in all den Formen durcheinander zu kommen. Aber Joey kam damit durch. Dieser mysteriöse Wachmann ist Monikas Dad. Wenn Joey mehr aufgepasst hätte, wäre es ihm aufgefallen. Sein Schwiegervater hat seine Angelrute immer dabei. Monica hat sich schon immer eine Tochter gewünscht. Es ist also keine Überraschung, dass sie eine Menge Zeit mit Molly verbringt. Sie ist so glücklich, eine Tochter zu haben. Jetzt am Zahltag ist Joey in vielen größeren Schwierigkeiten, als er je zuvor war. Er versucht, einen Teil des Gehaltschecks vor seiner Familie zu verstecken. Damit wird er nicht durchkommen. Joey tut eine Menge seiner Frau zuliebe. Ihre Kochkünste sind nicht einmal sein größtes Problem. Das Leben mit ihr ist wie ein endloses Squid Game. Er muss sogar um die Decke kämpfen, als wäre es Tauziehen. Das hätte auch ewig so weitergehen können, wenn Molly nicht da wäre. Sie kann alles reparieren mit Laseraugen. Man muss nicht um die Decke kämpfen, wenn es zwei gibt. Molly möchte ihren Eltern im Haushalt helfen. Sie liebt es, Wäsche zu waschen. Das ist ganz einfach. Einfach reinwerfen, auf Start drücken und warten. Aber Molly weiß nicht genau, wie es funktioniert. Oder dass man niemals bunte und weiße Wäsche mischen sollte. Sonst endest du vielleicht wie Joey, der mit einem rosa Hemd zur Arbeit geht. Er wird sicher Ärger bekommen, weil er gegen die Kleiderordnung verstoßen hat. Joeys Diät nur mit Süßigkeiten hat eine Menge negativer Konsequenzen. Normalerweise wacht er jede Nacht hungrig auf und versucht, sich in die Küche zu schleichen. Aber er muss vorsichtig sein, damit Monica das nicht herausfindet. Joey hat Essen in einem geheimen Geldvorrat. Er hat es im Kühlschrank versteckt. Er will nur nicht Monica verärgern, indem er zugibt, dass er ihre Kochkünste nicht mag. Das ist unmöglich, jetzt wo Molly hier ist. Sie wird Joey nicht essen lassen, was er nicht soll. Sie sorgt sich um seine Gesundheit. Also geht Joey hungrig ins Bett. Damit sein Bäuchlein nicht knurrt, bringt Molly ihm ein Glas Wasser, um ihn satt zu machen. Sieht so aus, als hätte Molly einen Verehrer. Er hat sie zu einem Date gefragt.
Molly muss ihre Mutter um Hilfe bitten, denn sie hat keine Ahnung, was sie tun soll. Es ist ihr erstes Date überhaupt. Monica ist großartig in Aussuchen von Outfits. Versucht nicht zu widersprechen. Manchmal wird Molly langweilig. Dann kriegt sie einen Wutanfall. Joey versucht, sie mit einem Handyspiel aufzuheitern. Aber wenn man ein Laufspiel einschaltet für einen Roboter, der durch Laufen aktiviert wird, war das eine schlechte Idee. Molly ist in ihrem Innersten immer noch ein Roboter und hat Joeys Handy zerstört. Laseraugen zu haben ist cool und so, aber es ist auch unpraktisch. Vor allem, wenn es durch Bewegung aktiviert wird. Sogar durchs eigene Spiegelbild. Sei vorsichtig, der Zeitung ist nicht das Einzige, das kaputt gehen könnte. Pass auf, Molly! Seitdem Molly adoptiert wurde, ist ihr Leben viel normaler geworden. Ihre Mutter packt ihr Pausenbrot ein und sie ist von normalen Kindern umgeben. Weißt du, wer noch ein normales Essen will? Joey! Er träumt immer noch davon, was anderes als Süßigkeiten zu essen. Ein Ei oder Wasser. Aber welche Wahl hat er schon? Arbeit ist Arbeit. Eine weitere Sache, die Molly zum ersten Mal sieht, ist Weihnachten. Das wird ihr erstes Weihnachten mit der Familie. Sie ist so glücklich. Sie hat es geliebt, mit ihren Eltern den Baum zu schmücken. Vor allem, weil sie ihr erlaubt haben, den Stern auf die Spitze zu stellen. Wow! Kann sie noch was anderes als Karamellbonbons machen? Ich glaube nicht. Aber Molly ist im Begriff, das Weihnachtsgeschenk zu öffnen. Und verschenkt auch eins. So funktioniert das. Aber Joey mag Weihnachten nicht. Jedes Jahr werden seine Geschenke aus dem Familienbudget bezahlt. Monica und Joey finden Zeit für Romantik. Auch jetzt, wo sie eine Tochter haben. Sie gehen aus, wann immer sie die Gelegenheit haben. Aber sie kommen immer zu spät ins Kino, weil Monica ewig braucht, sich fertig zu machen. Make-up braucht Zeit. Willst du ein weiteres Video über eine Mutter sehen, die im Squid Game spielt? Dann schau es dir auf Trum Trum Trick an.